Das ist nicht wahr. Oh mein Gott. So, ich ziehe mir jetzt rein, wie Trimax dieser Sch** ist. Also, kurz für die alle. Die Idee ist, Trimax probiert Gemüse. Er hat 3000 Subs gemacht und die Subs haben ihm Gemüse vorgeschlagen, was er hasst und was er probieren muss. Ehrenmann, Bro. Pro 200 Subs muss ich ein Gemüse probieren. Ja. Ich bin ein absoluter Gemüsehasser. Ich kann es nicht essen. Es versaut mir jedes Essen, wenn das irgendwo mit drin ist. Ich wünschte, ich könnte Gemüse essen. Mir wird davon aber ganz, ganz schlecht. Wir haben jetzt abgestimmt. Das sieht so lecker aus, alles. Was ich essen soll, was ich probieren soll. Ich glaube, ich habe nichts. Rote Zwiebeln esse ich ab und zu. Und was ist das? Karotten? Das sind Karotten, ja. Das kriege ich ja wohl hin. Karotten? Den das Rest sieht so weiß lecker ich aus, Digga. Rote Beete, Artischockenherzen, oh, noch nie krass. In meinem Leben gehört oder gesehen. So ist chillig. Kohlrabi, oh, stinkt so. Du kannst nicht nach 4 Minuten stinken. Wie kann der noch leben, wenn der sich nur von sowas ernährt? Ich verstehe es nicht, Jordi, ich verstehe es nicht. Oh, ein Avocado, Alter. Avocado, so lecker. Also jetzt mal eins in den Chat, Leute, wenn ihr findet, dass dieser Teller tasty aussieht. Fangen wir an. Oder sieht, ey, kompletter Chat voller Einsen. Also ist doch so lecker. Gib mir die Gabel. Ich probiere eins, er muss es essen. Probieren, Alter. Das habe ich alle schon gegessen. Wir fangen erst mit dem ruhigen an. Das habe ich alle schon gegessen in meinem Leben. Du wolltest direkt das Artischockenherz machen, ne? Das kannst du. Habe ich alle schon gegessen, finde ich alles. Soll ich zur Notfall. Rosenkohl ist ein bisschen wack. Artischockenherzen, ja. Aber sonst der geil. Geil. Alles geil einfach. Alles geil. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so muffensausen. Ich habe richtig Schiss davor. Ich muss eine Tomate essen, du musst eine Tomate essen. Eine Tomate. Ja, Tomate ist doch easy. Die stinkt ja schon in der Schale. Okay, komm. Erstes Gemüse, Tomate. Das ist Gemüse, Alter. Das ist nicht wahr. Mann, der leidet wirklich. Der leidet wirklich. Der spielt das nicht. Der spielt das nicht. Der leidet wirklich. Das kann doch nicht sein. Der leidet wirklich. Der kotzt gleich. Alter, what the fuck? Chat, Alter. Oh mein Gott, was? Der kotzt. Der kotzt gleich. Ich hab's. Alter! Ich schaff's nicht. Ich dachte, ohne Witz Tomaten. Der Schauspieler, das glaube ich wirklich nicht. Ich war mit Max schon sehr, sehr oft essen. Der hat noch nie sowas gegessen. Noch nie. Das alle ist so weird, oder Chat? Der Geschmack. Und ich möchte eines Tages Salat und Gemüse essen können. Und ich dachte, jetzt machen wir das, dass ich alles mal probiere. Vielleicht ist ja was dabei, was ich lecker finde. Ich hätte ohne Witz gedacht, dass ich die Tomate ohne Probleme essen kann. Probier den Ingwer. Okay, 3. Ingwer 2, ist doch lecker. 1, go. Ingwer ist einfach nur scharf. Mehr nicht. Aber das geht klar. Das kriegt er durch, oder? Ingwer ist ekelhaft, wenn man es nicht gewöhnt ist. Lass direkt mal eine Karotte. Direkt haben wir einen Run, dann haben wir okay. Schon 4. Karotte ist auch easy machbar. Ey. Karotte ist auch easy machbar, Digga. Komm schon. Ich esse die hier beide. Komm. Und die beide. Karotte ist super lecker. Karotte ist nice. Ja. Bei Rosenkohl und Oliven wird der kotzen. Ich sag's euch, wie es ist. Ingwer hat er gut weggesteckt. Kross gebraten? Sind wir direkt hier bei der, was ist das? Zucchini, Aubergine? Was ist das? Zucchini oder Aubergine? Ich bin mir nicht sicher. Das müsste Zucchini sein. Aubergine ist es. Aubergine? Okay. Digga, meine Hände zittern. Ja, ich fühle mich total. Alter, das kann doch nicht sein. Warum? Du bist ganz. Das kacke. Kann doch nicht sein. Aubergine geht klar. Bisher unerwarteter Newcomer bei dem Gemüse. Newcomer, glaube, sagt er. Das ist so krass, dass er sowas noch nie gegessen hat. Wo war das? Beim Griechen oder so gibt es immer so vorweg so frittierte Auberginenscheiben. Ja, lecker, lecker. In so einem Bierteig. Die habe ich nie gegessen, aber sie haben immer gut gerochen und sahen immer nice aus. Ja. Werde ich nächstes Mal probieren. Das ist echt eine Überraschung. Das ist traurig anzusehen, sagt der Chat. Wir machen jetzt die Oliven. Weil ich will jetzt eine Olive essen und die restlichen ist gut. Weil ich nein! Doch, ich werde eine Olive. Für Zuschauer, 44.000 Zuschauer schauen sich an, wie ein Mann Gemüse ist. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Oh, die sind ja sch. Jetzt wird's eklig. Der wird kotzen. Das ist ja richtig, richtig, oh, richtig. Pass auf, sobald du reinbeißt. Richtig ekelhaft. Pass auf, sobald du reinbeißt. Lass es in deinen Mund verteilen. Du beißt rein und der ganze Geschmack verteilt sich in deinem Mund. Iss! Komm, runter. Oh mein Gott, das ist ohne Witz, als würde ich an einem Stück sch. riechen. What the f? Komm jetzt rein damit. Oh, das ist so ekelhaft. Okay, komm. Alles in meinem Körper schreit nein. Weil sobald ich das an meinen Mund ran tue, rieche ich es? Jetzt mach doch, Junge. Max. Das kostet mir so viel Überwindung. Alter. Alle sind schon sauer, weil ich mich nicht beeile. Junge, Max! Geil. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist nicht wahr. Oh mein Gott. Was? Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, Chat. Das ist nicht wahr. Alter, der kotzt. Die anderen zwei musst du auch noch essen. Nein. Ich hab sie nicht gegessen. Ich konnte sie nicht. Ich hab's. Ich musste würgen und ich hab gegen den Würgereflex. Gegen den Würgereflex versucht, es runterzuschlucken. Dadurch musste ich noch viel heftiger würgen. Das ist ein einfacher, glaube ich. Der sollte auch für dich. Rosenkohl? Der ist nämlich relativ geschmacksneutral. Rosenkohl ist nicht, geschmacksneutral. Wenn der nicht geschmacksneutral ist, hau ich dir eins in die Fresse. Oh! Rosenkohl ist doch nicht geschmacksneutral, Bro. Rosenkohl ist für mich vorbei. Mag ich nicht. Also kann ich essen, aber ist nicht mein Favorite. Geht doch von der Konsistenz ja besser. Hä?
Hä? Ich wollte gerade sagen, als ob der damit klarkommt mit Rosenkohl. Ich kann das nicht runterschlucken. Ich kann das nicht runterschlucken. Der leidet richtig, der spielt das auch nicht, der leidet wirklich. Ey, Digga, ich kann das alles essen. Ich würde den ganzen Teller würde ich mir so im Stream reinziehen einfach. So lecker, Mann. Oh mein Gott, nicht die Avocado. Gehen wir für die Avocado. Avocado, die Avocado? Oh, Digga, Avocado so geil. Auf dem Brot mit Rührei und so. Oh, Digga. Oh mein Gott, Trimax. Ja, ich glaube, er kommt klar. Nee, doch nicht. Der Fokus sollte nicht auf Romatra sitzen, wa? Ist das Schokari? Schikore, Schokari, ja, sagt er. Schokari, Digga, ey! Kohlrabi, oh, Kohlrabi, so nice. Oh, ich Problem. Liebe Kohlrabi. Ich weiß, du hast da keine Probleme. Okay. Ich liebe ja Kohlrabi. Brokkoli als nächstes. Brokkoli lecker. Gedünsteter Brokkoli, so geil. Oh, Brokkoli lecker. Fenchel, boah, ich will Fenchel sehen. Fenchel? Zwiebeln sind auch lecker, kann ich auch snacken. Deine Rüstung bricht. Alter, die sind ja richtig, die wandern, das ist dein Mund voll. Ja, Zwiebeln ist richtig geil. Guck mal, du hast ja Oliven auch über alles. Ja. Könntest du jetzt eine essen, ohne zu kotzen? Ja, oder? Ja. Könntest du jetzt, komm mal ins Bild. Zieh mal Stuhl ran, komm, zieh den Stuhl ran, Junge, komm. Ah, die Schockenherzen. What the f***? Also, die Schockenherzen bin ich raus. Artischockenherzen sind auch nicht schlimm, sind salzig. Was ist denn das? Ja, das ist das in der Artischocke drin, in der Mitte. Jalla, komm, Max, mach. Würdest du an meinem Blumenkohlohr naschen? Warum hast du Blumenkohl? Nein. Ich esse jetzt, wenn er nicht da ist. Und dann überrasche ich ihn, weil er es noch essen muss. Oh mein Gott, er isst alleine. Oh mein Gott, ich muss zuhören. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du es gegessen? Ja. Und? Ging übel easy. So, was als nächstes? Ich sag Rote Beete. Ich sehe immer Rote Beete Chips. Und da, wenn man aus etwas Chips herstellen kann, dann muss es bocken ein bisschen. Der leidet einfach wirklich. Der meint das ernst. Der leidet wirklich. Wenn wir das essen, haben wir nur noch drei. Ja. Der muss sich richtig konzentrieren, der spielt das auch nicht. Ich zerkaus, aber ich versuche es, dass du so wenig Kontakt mit meiner Zunge und den Geschmacksnerven hat. Aber nachdem du es runtergeschluckt hast, schmeckt der ganze Mund. Sellerie, Sellerie lecker. Was ist das denn? Das ist ja wie Bambus. Das ist wie Bambus, sagt er. Komm, jetzt iss den Bambus, Alter. Ganz. Friss jetzt. Was war das? Sellerie ist so knusprig lecker, erinnert mich immer ein bisschen an Apfel. Ich glaube, Chicorée ist auch eklig. Lass mal erstmal Fenchel nehmen. Sag dir erstmal Fenchel. Fenchel ist ein Weird-Champ in meinen Augen. Das Vorletzte, ne? Da haben wir es geschafft. Von der Konsistenz her geht das voll. Kau jetzt, kauen. Das schmeckt so ein bisschen wie Salmiak. Salmiak ist lecker. Ja, Fenchel und Salmiak ist echt nah dran. Das ist stark. Ey, wir haben nur noch eins. Was ist das letzte? Das Blatt. Gott, das Blatt. Das Blatt ist sehr, sehr bitter, ja. Das Chicorée hasse ich auch. Oh, da wird gegessen. Knusprig. Okay, jetzt die andere Seite. Das Grüne ist ekliger als das Weiße. Das Grüne ist ekliger als das Weiße, finde ich. Oh mein Gott, der kotzt, weil er sich Salat in den Mund steckt. Crazy. Die andere Seite schmeckt nach Blättern, nach Rasen. Ohne Witz nach Rasen. Max, ich bin stolz auf dich, das hast du sehr gut gemacht. Genau.